Und jetzt mache ich gleich noch, ich mache jetzt noch eins weiter. Und das finde ich, das habe ich jetzt echt richtig gut gefunden von Logitech. Logitech bringt MX Ink raus. Und das ist jetzt der erste Stylus für Augmented Reality and Virtual Reality. Und das in Kombination mit Meta. Das Ding ist, es ist jetzt ein bisschen schwer, das rein in Worte zu fassen, aber die Funktionsweise, was Sie da in dem Video vorstellen, finde ich ziemlich genial. Vor allem in Kombination, wenn du wirklich so ein Blatt Papier hast und das nachzeichnest und das dann quasi so in den Raum, in den dreidimensionalen Raum bringst. Das finde ich dann schon sehr gut gelöst. Das ist schon irgendwie nice. Super nice. Also, ich meine, das ist zwar jetzt eigentlich ein Tool, um zu arbeiten, also dass du wirklich was schaffen kannst, und das finde ich gerade so cool, weil damit hebst so das Augmented Reality und VR-Zeug ein bisschen davon ab, dass es ein reines Konsumationsdevice wieder ist. Ja. Und ich finde es da eh gut, wie sie das bei Apple Insider geschrieben haben. Eigentlich hätte das Apple für die Vision Pro machen sollen. Ja, wahrscheinlich Kims von Apple, leider dreimal so teuer und mit halb so viel Funktionen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was das Ding kostet. Ja. Vielleicht finden wir es auch so. MX-Sync. Warte mal. Die brandneue wurde speziell für mit dem Meta-Quest des Stylus. Logitech wird in den USA für $129 ein Bundle mit Inkwell leistet und kostet $169,99. Ja, das ist ja jetzt gar nicht einmal so schockierend. Cooles Ding, ja. Das ist super cool. Also, ich meine, gut, Logitech kann ganz gute Eingabegeräte bauen, das muss man seinen lassen. Das haben sie schon immer kennen, auch wenn teilweise dann gewisse Funktionen, ich betone nur Solar-Keyboard, scheiße sein. Prinzipiell gut, aber dass man die Batterie nicht wechseln kann. Danke, Logitech, dafür. Und ja, aber sonst kann ich ganz gute Eingabegeräte bauen. Meine funktioniert immer noch. Beide. Ja, prinzipiell ist das ein super Ja, Produkt, haben wir eh weil schon oft gehabt, aber ja. du brichst dir die Finger nur, um die Batterie zu tauschen. Ich weiß. Ja. In Amerika hätte ich sie verklagt. Ja, aber cool. Na, das finde ich eigentlich. Ja, Logitech kann gute Hardware machen, das stimmt. Wo Logitech immer wieder ein bisschen hunzt, ist die Software. Haben sie mittlerweile aber einen Griff. Ja. Also, das Logi Options Plus ist nicht schlecht. Ja, ich habe für meine Webcam habe ich a Logi irgendwie heißt's. Und das ist halt immer noch ein bisschen eine mistige Software, die sich immer gern Kalenderzugriff wünscht. Warum auch immer. Warum auch immer die Software für die Webcam Kalenderzugriff Ah, haben, um die na, Termine anzuzeigen, ja. wegen Google Ding, wegen Google, wie heißt Google Meets? Ja. Weil du da ja planen kannst im Voraus Ja, und ich dass weiß. dann sich wahrscheinlich automatisch die Webcam einschaltet. Ja, toll.
Ich schalte die Webcam schon selber ein, wenn ich ins Meeting gehe. Es muss mir nicht vorher jemand beim Nosen bohren Ring sägen. durch die Manege ziehen. Ja.